So, willkommen zum nächsten Teil. Wir haben gerade unser Aufwärmen gemacht. Ich bin noch ganz gut warm geworden dabei. Wenn ihr wollt, können wir das noch eine zweite Runde machen oder einfach noch länger. Das ist erstmal nur eine Inspiration für euch. Wir machen jetzt ein paar Judo-spezifische Übungen. Ich zeige euch jetzt in zwei Parts wahrscheinlich, 2x8 bis 10 Minuten wieder, die verschiedenen Übungen. Machen ein paar Durchläufe, damit ich auch ordentlich schwitze und damit ihr genug Material habt, um das danach zu machen. Ja? Wir gehen wie eben gerade nochmal in unseren seitlichen Stand, haben unsere Arme nach außen und flankieren mit starken Auf- und Abbewegungen. Ja? Die Arme bleiben oben, seitlich, auch hier auf und ab. Schön die Schultermuskulatur erwärmen bzw. beanspruchen. Das gut sehen, mal das hier zum Zeigen. Als nächstes greifen wir kräftig in die Faust, strecken die Arme wieder, Finger wieder und greifen hier kräftig zu. Ganz wichtig, nicht hier irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, Sockenpuppe zugreifen, sondern wirklich kräftig in die Hände greifen. Und das machen wir hier mal noch. Arme schön oben lassen. Wer will, kann sich währenddessen natürlich auch locker abknien. Macht keinen großen Unterschied. Und Hände wieder nach vorne. Weitergreifen. Bis die Finger richtig schön angestrengt sind und brennen. Und noch. Und locker halten. Und wieder auf und ab. Wieder hinstellen. Sitzt schon lange genug den Tag über. Und wieder nach außen. Halten. Und ein bisschen locker. Ein bisschen ausstehen. Und wir gehen. Machen wir es jetzt. Machen folgendes. Wir gehen locker in die Knievorspannung. Unsere beiden Füße sind platt auf dem Boden, nicht auf den Kanten irgendwie, innen oder außen, auf den Zehenspitzen und auf den Hacken. Fußbett ist komplett auf dem Boden. Ja, Rücken ist gerade, locker in den Knien und wechseln so ein kleines bisschen in die Belastung von rechts nach links. Achten darauf, dass die Knie immer auch in Richtung der Füße zeigen. Locker Belastungswechsel. Dass sich die Knie an die Belastung gleich gewöhnen können, dass wir sie vorbereiten können. Nicht viel, ein kleines bisschen. Nicht gleichzeitig, wirklich nur ein Knie zur Zeit. Und dann nehmen wir das erste, stellen uns locker auf das Bein auf, so dass unser ganzer Fuß wieder auf dem Boden ist. Wenn ihr merkt, dass ihr wackelt, Ruhe reinbringen, sicher stehen. Und wir nehmen ein Bein locker nach hinten. Ihr müsst jetzt hier nicht perfekt gerade sein, wenn wir Flieger machen. Wichtig ist, dass das Gewicht auf dem Bein ist und ihr möglichst wenig wackelt. Und von hier jetzt gleich
eigenes Ermessen, lockere, kleine Wege ins Knie hinunter, wichtig, immer nur kontrolliert das Ganze. 30 Sekunden links, 30 Sekunden rechts.